Herzlich willkommen hier mit den World of Tanks. Hier ist das, ja, sagen wir mal, das Finale von unserem kleinen, aber feinen Turnier. Ich will gar nicht groß rumquatschen. Also, ins Finale haben es geschafft: Phoenix und Darkness. Und eben der Stefan und Maddox. Und wir sind jetzt einfach mal dabei als Zuschauer. Es ist unser erstes clan-internes Turnier und ich finde, es macht recht Spaß. Die Leute sind mit Spaß dabei. Es gibt auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Aber ich will jetzt nicht länger rumnerven. Warte mal, schauen wir mal, ob im OBS alles in Ordnung ist. Moment. Jo, passt. Okay, wir sind dann hier drauf mal. Also wie gesagt, Paris Stadtkarte ist gewählt. Und wir sehen immer alle hier. Das ist das Schöne im Beobachtermodus. Alle Tanks. Ich will gar nicht groß quatschen. Schauen wir mal, was sie da machen hier. Stefan und Maddox haben die Boras genommen. Für eine Stadtkarte vielleicht etwas problematisch, aber wer weiß, vielleicht geht's ja. Und die gute Turtle ist dabei und Amix M4. Schauen wir mal, was so abgeht. Jetzt tasten sie sich ein bisschen ab erst. Wollen sich ein bisschen Licht verschaffen sozusagen. Und hier sind wir drauf auf dem Stefan. Wie gesagt, so unser erstes clan-internes Turnier und ich finde es ganz nett. Und die Leute haben Spaß, das ist die Hauptsache. Und das erste Finale, logischerweise. Ne? Gut, er sitzt halt da und denkt halt wahrscheinlich, dass er was aufmachen kann. Maddox spottet das Feld. Standardbusch eigentlich hier. Oh, bis jetzt passiert noch nicht viel. Es ist die erste Runde. Wir spielen Best of Three. Also, wenn jetzt ein Team jetzt die nächsten zwei Runden, also die nächste Runde auch noch gewinnt und die erste jetzt zwei Runden gewonnen hat, ist sie Sieger, haben das Turnier gewonnen. Wenn nicht, gibt es noch ein drittes Spiel. Ein Entscheidungsspiel dann. Preisgeld für Platz 1 ist 4000 Gold pro Team. Aber darum soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Eigentlich primär haben wir einfach nur Spaß. Aber wenn man noch eine Kleinigkeit gewinnen kann, ist es ja auch sehr motivierend. Der zweite kriegt dann 3000 und der dritte 2000. Okay, er tastet sich langsam vor, macht er gut. Der andere Buras zieht auch ein bisschen vor. Wir haben auch recht gute Map Control, die zwei Burrasque. Dann gehen wir mal auf Phoenix. Okay. Das ist jetzt riskant, dass sie da. Ah, ich hab schon gedacht, Stefan jodelt rum, aber das macht er nicht. Dafür ist er zu erfahren. Er wird sich ja denken können, dass die zwei zusammen sind. Sage ich noch, dass er zu erfahren ist. Oder? Will sie locken? Okay, jetzt versuchen sie den Stefan zu bearbeiten. Er hat sich ein bisschen isoliert hier. Maddox muss reagieren jetzt. Ja, ich denke mal, das war's mit ihm. Nicht? Ja, gut. Junge, Junge, Junge. So. Das ist jetzt wiederum Vorteil von Boras. Du kommst relativ schnell dann auch weg. Jetzt müssen sie aber jetzt versuchen zu entscheiden. Den Boras noch rausnehmen schnell. Phoenix. Und dann schnell seinem Teammate helfen. Aber das ist das Gute am Boraske, er ist relativ flott. Ich würde abhauen. Genau, das macht er jetzt auch, der Stefan. Ah, kommt nicht mehr weg. Okay, jetzt können sie es runterspielen, die zwei. Ja, machen sie gut. Ich fand. Um ein bisschen eine Wertung reinzubringen. Ich fand den Stefan ein bisschen zu aggressiv in seinem Borask. Aber gut, das ist nur meine persönliche Einschätzung. Ich bin ja nur Kommentator. Ja, den müssten sie eigentlich jetzt gut rausarbeiten. Dem Zack. Ein Schuss hat er draußen. Und das war's dann. Gut gemacht, Jungs. Die Karte, die sie da gewählt haben, Paris, haben sie gut gewählt.
Das ist scheinbar ihre Karte. Ne? Da haben sie auch die vorige Runde auch gewonnen, ne? Die zwei. Also Darkness und Phoenix. Okay. 1-0 für die zwei. Gleich beginnt die zweite Runde. Kurze Pause. Moment. So, weiter geht die große Fahrt. Zweites Spiel, 1-0. Für den Darkness und Phoenix. Jetzt haben wir die Karte von Stefan und Maddox. Die durften die zweite Karte aussuchen. Und das ist Buddy. Buddy ist eigentlich unsere Entscheidungskarte, wenn es 1-1 steht. Aber scheinbar lieben sie diese Karte. Und dann sollen sie sie kriegen. Sie dürfen entscheiden, das zweite Spiel. Sie sind, beim, wie gesagt, beim Boras geblieben. Und dann schauen wir mal, was abgeht. So. Okay, Centurion 1 und der TD da. Ich kann den Namen nie aussprechen. S-P-T-K-T-P-P. Gegen zwei Buraske. Okay. Die Karte scheinen sie zu können. Da waren sie schon relativ erfolgreich in der Vorrunde. Schauen wir kurz nach OBS. Moment, wir haben kurz Standbild. Alles klar. Wo bin ich? Hier. Gut. Schauen wir mal. Gesagt, Stefan und Maddox sind jetzt ein bisschen in Zugzwang. Die müssen dieses Match gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen auf den Sieg. Es steht 1-0 für die anderen. Mhm. Sehr defensiv. Was auch sehr wichtig ist hier, wenn du zu zweit spielst. Meine Wenigkeit hat es leider auch falsch gemacht, ein bisschen mit Roger im Eröffnungsspiel. Wir sind ja leider, wir sind zwar die Sieger der Herzen, aber uns soll es gar nicht gehen. Ja, wir sind leider früher ausgeschieden, weil wir uns auch mal kurz zu weit getrennt hatten. Also es ist immer wichtig, dass du ein bisschen den Schulterschluss hast zu deinem Teammate, dass du dich nicht isolierst. Aber schnell bist du Geschichte und rausgejodelt. Okay. Ich glaube nicht, dass da jemand kommt. Aber lassen wir das, Darkness. Wenn die wüssten. Ja gut. Es geht halt jetzt schon ein bisschen um was, gell? Ruhm, Ehre, Preisgeld. Und die zweite Runde. Eventuell Entscheidungsrunde. Ne? Bin aber halt sehr gesprächig, finde ich. Naja. Übrigens, ich warte immer noch auf Werbeangebote von Kaffeemaschinenherstellern. Ich mache doch total gern Werbung für. Also schreibt mich gerne an. Brauche einen Nebenjob. Okay. Was macht er da? Piekt mal ein bisschen vor, in der Hoffnung, was aufzumachen. Ja, das ist halt jetzt sehr, sehr vorsichtig von allen gespielt. Da wird jetzt erstmal nicht viel passieren. Wenn das jetzt zum Beispiel nach 15 Minuten unentschieden ausgeht, dann gibt es noch ein drittes Spiel, Wadi. Wenn das dann, falls das Stefan dann auch gewinnt hier mit seinem Zugpartner Maddox, dann haben wir 1-1 und dann muss leider das Los entscheiden wahrscheinlich. Wenn aber dann das dritte Spiel, was dann gewertet wird, wenn es kein Unentschieden gibt und es gewinnt dann hier eben unsere zwei anderen, Darkness und Phoenix, dann haben sie das 2-0 gewonnen. Aber ich hoffe mal, dass wir hier keinen Unentschieden haben. Weil Losentscheid ist immer ein bisschen blöd. Aber es ist auch nicht unbedingt. Na, warte mal jetzt. Warten wir mal ab. Aufregend ist anders. Naja, versucht halt da irgendwo rumzublinden, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Gut, sie dürfen sich jetzt keinen Loose erlauben, ne? Klar, dass sie da vorsichtig sind.
Aber wie gesagt, bei Unentschieden zählt es für niemanden was hier. Darkness und Phoenix könnten eigentlich ein bisschen Risiko gehen, weil sie das erste Jahr auch gewonnen. Aber hätte, hätte Fahrradkette und könnte und vielleicht zählt jetzt nicht. Das sind ja noch 10 Minuten. Ihr könnt doch eigentlich schon mal schnell eine Bluna holen oder eine Chipstüte. Das dauert noch. Okay, Maddox, denkt mal, dass sie ein bisschen durch die Mitte kommen, denkt. Hat er da unten angepinkt. Wenn der wüsste. Aber eben, die kommen nicht durch die Mitte. Die Mitte ist bei auf Wadi eh so ein Schwachsinnsspot irgendwie. Auch im Random finde ich das sehr, sehr ungünstig. Okay, Maddox fährt ein bisschen vor, will jetzt doch was aufmachen. Okay, da ist er schon. Schauen wir mal. Weil wenn du da hoch, du kannst hier, eben hier kannst du durchfahren, aber wenn du hier hochfährst oder wenn du hier hochfährst, wirst du meistens abgefarmt. Also ist eigentlich Schwachsinn auf der Karte. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und wir sehen auch hier, die spielen es nicht so. Und wenn du erstmal da unten bist, dann bist du wie so in einem Kessel drin. Und das ist eigentlich doof, wenn du so spielst. Centurion kommt hoch, piekt. Aber eben. Index ist nicht gespottet. Das wiederum jetzt der Vorteil von einem Med. Okay. Na gut, Jungs, ihr könnt auch von Unentschieden raus, ne? Aber das ist halt dann, das nächste ist dann. Kann in die Hosen gehen, ne? Wenn sie jetzt auf Unentschieden spielen. Dass der nicht aufgeht. Oh. Guck mal das an. Ja gut. Sichtkreis ist bis dahin. Gut. Phoenix versucht da hochzufahren. Darkness wartet schön brav in seinem TD. Verliert aber auch nicht den Schulterschluss zu Phoenix. Ganz wichtig. Kann gut schön reinballern, wenn was wäre. Jemand einen Grill dabei? Kriegst es halt nicht mit, was die quatschen im Teamspeak, aber Stefan pinkt da oben an. Aber vermutet halt er den. Ja, den TD. Wow, Darkness kommt runter, ist relativ aggressiv gerade. Der denkt immer noch, dass da oben was kommt. Guck sie dir an, die zwei. Hallo, da vorne! Und jetzt kassiert er. Jetzt wissen sie, wo sie sind. Die zwei Borask haben schönes Kreuzfeuer ein bisschen aufgebaut. Mal gucken, ob Maddox wirken. Ja, schön. Schönes Kreuzfeuer. Jetzt muss er ein bisschen nachziehen. Jetzt kann er nicht wirken. Stefan, denke ich, wird jetzt sterben. Ob den muss er rauskriegen, den TD. Okay. Hau ab, genau. Macht er gut. Jetzt muss Maddox ein bisschen aufrücken, wenn er hier nicht reinschießen kann. Oh, schöner, knapper Fight hier. Jetzt rückt endlich Maddox auf, aber gut, der hat es auch gut gespielt dort. Der hat da schön reinfeuern können, als sie quer rüber gefahren sind.
Wichtig jetzt in dem Moment ist, dass sie das zusammen machen und nicht einzeln reinfahren, aber das wissen sie ja. Machen sie gut, jetzt sammeln sie sich erstmal und dann können sie ihn jodeln. Ich glaube, der Borask hat insgesamt ein Clip-Potenzial von 700, glaube ich, ne? 700 oder 750? Wir müssten ihn eigentlich mit. Also, dann kriegen die locker raus. Wenn jetzt nicht alles schief läuft. Jetzt müsste. Ja, sie sprechen sich, denke ich, ab. Jetzt verunfallen nicht Maddox, ne? Okay, dann müssten sie locker rauskriegen. Jetzt ziehen sie die Schlinge zu. Und. Jawohl, das haben sie wunderbar gemacht. Nicht einzeln reingefahren, nicht isoliert, sondern auf den Teammate gewartet und die Schlinge zugezogen. Okay, eins beide. Würde ich sagen, jetzt sehen wir uns gleich zum Finale. Und das Finale wird genauso wieder auf Wadi stattfinden, weil das war zwar jetzt schon Wadi, aber das war eben die Karte von ja, vom Stefan und jetzt habe ich einen Hänger, Maddox, genau. Okay, bis gleich, gell? So, jetzt ist es doch soweit. Bin ganz aufgeregt. Das Finale. Beide haben ein Spiel gewonnen. Es steht 1-1 und jetzt kommt das Entscheidungsspiel. Best of three. Das dritte Spiel. 1-1 steht's und los geht's. Gerade eben haben Stefan und Maddox schon Wadi gewonnen in ihrem Borask. Dann klar, bleiben sie bei Borask. Und die anderen haben, ich glaube, der genau, er hat den TD rausgenommen. Genau. Darkness hat jetzt auch einen Borask. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt kommt's drauf an, sehr verehrte Damen und Herren. Wer wird dieses Turnier gewinnen? Das erste 12GD Clan-Turnier. Ich muss dazu sagen, das sind zwei Spieler. Also die sind noch nicht lang dabei. Darkness und Phoenix, ne? Aber ihr dürft das Turnier trotzdem gewinnen. Wenn ihr es schafft. Jetzt schauen wir mal. Ja gut, sie teilen sich ein bisschen auf. So bin ich es auch mal gefahren mit Roger. Aber lassen wir das. Sieger der Herzen sind draußen. So ist es leider. Konzentrieren wir uns aufs Finale. Es gilt hier Map Control zu bekommen. Das machen sie ganz gut. Die teilen sich auf. Der eine für den Norden, der andere so ein bisschen in die Mitte. Verlieren aber auch nicht den Schulterschluss, damit sie sich gegenseitig helfen können. Und eben. Ja. Stefan und Maddox fangen das eigentlich an wie vorhin auch. Einer steht hier oben und der andere weiter unten. Genau der gleiche Beginn. Wieder beide sehr passiv, natürlich. Erstmal abwarten. Ich muss auch sagen, dass der TD wahrscheinlich auch nicht so eine glückliche Wahl war im anderen Spiel. Aber eine Wertung steht mir nicht zu. Ich bin nur Kommentator. Okay. Ja, man könnte es eigentlich 1 zu 1 nochmal. Es ist das zweite Spiel. Vorspielen. Na. Ja klar, die versuchen halt jetzt die Strategie zu fahren, mit der sie erfolgreich waren. Mit der Strategie sind sie auch gut durchs Turnier gekommen bis jetzt. Und haben auch das letzte Spiel so gewonnen, ne? Never change a winning team. A winning tactic. Unser guter Stefan hat eine Proviant dabei, ein Käffchen und eine, was ist denn das, eine Nussschnecke? Naja, wenn es damit läuft, ne? Und Maddox hat keine Nussschnecke dabei. Der fährt es eigentlich so, wie ich auch immer fahre, mit Feuerlöscher. Aber gut, da scheiden sich die Geister. Die einen bevorzugen ihren Proviant, um alles ein bisschen zu boostern von der Besatzung her. Und ich
Ich fahre gerne Feuerlöscher. Dann gibt es die Spieler auch, die gerne Feuerlöscher fahren, weil ich kann. Ich hasse das, wenn ich abfackel. Da habe ich lieber einen gescheiten Feuerlöscher dabei. Aber darum soll es jetzt primär nicht gehen. Wie gesagt, sie tasten sich hier noch ab. Versuchen es ein bisschen in den Spot zu bringen, aber ist halt schwierig, ne? Wenn beide so defensiv sind, Sindrium fährt jetzt ein bisschen vor. Phoenix fährt ein bisschen vor da oben. Aber gut, da will er nur ein bisschen anpieken, denke ich. Spannend. Wer wird dieses Finale gewinnen? Tja. Ach, ich weiß gar nicht, was ich hier kommentieren soll. Das ist immer das Gleiche. Gibt's nicht viel. Das ist immer noch ein Getaste. Ein Abwarten. Kann er schon ein bisschen mehr pieken, oder? Okay, jetzt kommt was. So, jetzt ein bisschen die Initiative zu ergreifen, die zwei. Finde ich gut. Hoffentlich bereuen sie das nicht. Oh, das ist die Möglichkeit. Wenn sie das wüssten, könnten den Centurion so schön jodeln. Wenn die rausfinden, dass der alleine ist. Oh, sehr schön, sehr schön. Aha. Wenn sie es jetzt geschickt anstellen, können sie den Centurion rausnehmen. Jawohl. Er verschießt. Jetzt muss Darkness sich beeilen, damit er helfen kann. Er verschießt auch, Stefan! Okay, jetzt haben sie aber schon mal wertvolle HP gezogen. Okay. Ich verstehe jetzt gerade nicht ganz, warum Darkness nicht versucht. Aber doch, er hat Schussfeld. Aber er lässt sein Teammate trotzdem relativ alleine gerade hier. Aber jetzt verlagert sich Darkness und versucht ein bisschen in Schussrichtung zu kommen, dass er wirken kann. So. Phoenix lässt sich jetzt ein bisschen fallen. Machen sie gut. Aber er ist immer noch recht isoliert. Ah, noch ist er da.
Gut, es wäre Momentum da gewesen, den zu jodeln, aber sie haben halt nicht immer 100% gewusst, wo jetzt die Position von Darkness ist, ne? Wenn sie das gewusst hätten, hätten sie jodeln können. Aber das war schon mal ein kleiner Peak. Haben schon mal ein paar HP gezogen. Phoenix und Darkness haben sich jetzt ziemlich zurückgezogen. Sind ein bisschen beeindruckt, vielleicht sogar. Von dieser wahnsinnsspielerischen Leistung. Nein. Ja, gut, die haben sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Das sieht man ja. Stellen wir mal Medex. Weiß gar nicht, was sie vorhaben. Wir haben noch 5 Minuten. Die sind wieder so isoliert, die zwei anderen. Man das als wüsste, ne? Wenn die wüssten, was ich weiß. Ja, wir suchen sie über die Mitte. Was sie immer relativ gut machen, unser Burrask-Team, sagen wir mal, die sind immer relativ nah beieinander. Komm, sage, es fährt der eine hoch. Ne, ne. Ja. Der kommt. Ah, ist zu tief. Der fährt nicht durch. Nein. Da bin ich aber mal gespannt. Wenn das jetzt ein Unentschieden gibt, muss es losentscheiden, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob man da so weit einer Meinung sind, aber das ist halt das Finale, ne? Sollte mal jetzt langsam was passieren hier. Es wäre schön, wenn es ein Team gewinnen würde. Aus eigener Kraft, ohne Los. Schau mal da, genau. Wenn du so ein bisschen was aufzumachen. Versuchen wir mit dem Borask zu snipern, das ist halt schwierig, ne? Ja, ist der, komm, sage, es schießt da vorbei. Die Präzise, die Kanone hat er nicht. Phoenix versucht, Schulterschluss zu suchen. Darkness. Stefan geht ein bisschen aggressiv. Ein bisschen ist gut. Holy shit. Jetzt muss versuchen, dass Maddox auch schön wirken kann, jederzeit reinfeuern kann. Jawohl, er zieht nach. Das war ärgerlich, Stefan, aber du hast einen getroffen. Die HP sind fast gleich, ne? Recht spannend. Aber das gefällt mir, sie kämpfen und versuchen hier nicht irgendwie zu campen. Ah, den musst du treffen. Jungs! Ihr müsst schon penetrieren. Aber so ein Centurion-Halter und ist halt auch nicht so leicht, ne? Jetzt werden sie. Jawohl. Ach, jetzt wird er gerommelt. Ich würde sagen, es haben sie fast ein bisschen aus der Hand gegeben, unsere Borask-Freunde. Zweimal beide verschossen. Aber gut, hätte Fahrradkette. Es ist so, wie es ist. Und der Turniersieger ist tatsächlich Darkness und Phoenix. Herzlichen Glückwunsch, unsere beiden relativ neuen Clan-Mitglieder. Gut gemacht. Gott sei Dank haben sie gefightet und haben ja nicht versucht, einen auf Unentschieden zu machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ich versuche, ja, das Finale mit den Siegern dann hochzuladen. Möglichst schnell. Okay, auch wenn ich es zum fünften Mal sage, herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Habt ihr gut gemacht.
Und bis zum nächsten Mal. Übrigens, ihr könnt gerne abonnieren oder ein Däumchen nach oben. Würde mich auch ein bisschen freuen, gell? Alles klar. Okay, danke. Ciao.